Hallo und herzlich willkommen, liebe Kiporanten. Mythi hat diesen Geist für mich entdeckt und den werde ich mir mal genauer ansehen. Vielen Dank an Mythenmetzger. Danke, Mythi, dass du mich extra für diese Analyse aus deinem Keller gelassen hast. Du bist so nett. Die originalen Videoquellen findest du wie immer in der Videobeschreibung. So Mythi, nachdem sich meine Augen langsam wieder an das Tageslicht gewöhnt haben, habe ich mal schnell diese Analyse zu deinem Video gemacht. Also, pass auf. Schreibt er ja mal dazu, was er davon haltet. Die ganzen UFOs. Erstens ist eine Spiegelung an der Fensterscheibe, auch wenn er auf dem Balkon steht, ich bestehe darauf. Zweitens, Vögel fliegen gen Süden. Drittens, schon wieder eine Spiegelung in der Fensterscheibe. Die Objekte sind alle vor der Ampel zu sehen. Und bei 17:31 auch vor dem Busch. Okay, dass sie bei 17:40 hinter dem Haus sind, habe ich jetzt nicht gesehen. Viertes UFO, Scheinwerfer im Nebel von, naja, ist ja völlig egal. Und das fünfte ist ein absolut echtes UFO von den Plejaden und sechstens endlich mal eine gelungene Aufnahme von dem sagenumwogenen UFO aus der Area 51. Testflug nach Reparatur. Klasse Video. So, noch Fragen? Nummer 5 und 6 sind so bekannt, die Videos habe ich hier nicht nochmal extra gezeigt. Zu sehen sind sie bei Mythi auch nicht. Links sind auch nicht in der Videobeschreibung. Dann fragt der Mythi mich auch noch, wo ich den Fusel versteckt habe. Dabei war ich doch in seinem Keller und der Fusel stammt natürlich dann auch aus seinem Vorrat. Danke Mythi, ich habe mich da ein bisschen bedient. So, ich dachte, damit wäre der Fall erledigt, aber irgendwann wurde mir klar, dass Mythenmetzger dieses Video meint. Schauen wir da doch mal etwas genauer rein und lauschen Mythis Erklärungen zum Video. Fleißig diskutiert wird. Es ist wohl schon lange so, dass Gäste dort merkwürdige Dinge wahrnehmen. Und im Mittelpunkt dieser Wahrnehmungen, da stand immer wieder ein kleines Mädchen, das sich dort im Haus herumtreiben soll. Oder vielmehr die Erscheinung eines kleinen Mädchens. Einige Angestellte des Pubs, die sich in den hinteren oder oberen Räumen aufhielten, die berichteten davon, dass sie hier und da ein merkwürdiges Kinderlachen vernommen hätten. Und einige wollen eben den Geist eines kleinen Mädchens gesehen haben. Die Sicherheitskameras in diesem Pub, die haben nun eine Aufnahme gemacht, von der die Angestellten sagen, das ist das, was wir gesehen haben. Das ist das, was sich in den hinteren und oberen Räumen durch den Pub bewegt. Das Ganze wurde mit dem Handy vom Monitor abgefilmt und wir schauen uns das Material jetzt einmal an. Was denkt ihr, sieht man da? Wenn ihr jetzt mit dem Handy zugange seid, dann ist das Ganze vielleicht etwas schwieriger zu erkennen als auf einem großen Monitor. Aber gelegentlich, da ist es schon so, dass man dort so etwas wie die Umrisse eines kleinen Mädchens in einem Kleid sehen kann. Was allerdings nicht bedeutet, dass es tatsächlich das ist, was man zu sehen glaubt. Rein von der Aufnahme her finde ich das schon ein bisschen merkwürdig, dass die Aufnahme so hin und her geschwenkt wird. Das ist überhaupt nicht notwendig, denn es ist ja nicht so, dass das eine Live-Aufnahme mit dem Handy wäre, sondern das Ganze ist von einem Monitor abgefilmt. Da wäre dann eigentlich so eine hektische Kameraführung nicht notwendig, aber wer weiß, vielleicht war der gute Mann nicht so ganz im Bilde, wie man so etwas dann vom Monitor aufnimmt. Wie ist denn eure Meinung dazu? Wie Mythenmetzger schon gesagt hat, es soll ein Überwachungsvideo sein, welches mit dem Handy abgefilmt worden ist. Diese Wackelei ist absolut überflüssig und total nervig. Auch wenn man das Video stabilisiert, nervt der ständige, unsinnige Zoom doch extrem. Außerdem fehlt hier definitiv der Anfang und es fehlt das Ende des Videos. Keine Ahnung, warum man das weglassen sollte. So, genug über das Video gemeckert. Also, das Mädchen, der Geist, erscheint von uns aus gesehen zunächst rechts an der Tür, geht ein paar Schritte in den Raum hinein bis zum Ende der Tür, dreht sich, geht Richtung linke Türseite, geht dann wieder nach rechts, geht wieder Richtung Türgriff, dreht sich wieder und verschwindet. Ich dachte zunächst, es handelt sich um einen Loop, also eine exakte Wiederholung der Szene. Das ist aber nicht der Fall. Das beim ersten Mal mit diesem leuchtenden Ende des Kleides hinter der Stuhllehne hergeht, beim zweiten Mal sind dort wenige Zentimeter oder auch Millimeter Platz. Schauen wir uns die Szene doch mal im direkten Vergleich an.
Beim zweiten Mal geht der Geist auch nicht ganz so weit nach vorne wie beim ersten Mal. Okay, es könnte zwar doch ein Loop sein, nur dass der Geist leicht versetzt wurde, damit es nicht so auffällig ist. Eines stört mich aber gewaltig. Wir reden hier von einem Geist. Okay, der mag durchscheinend sein, er mag am Kleidende seltsam hell leuchten, alles okay, es soll ein Geist sein. Aber das hier ist ein Tisch, ein massiver Tisch, kein Geistertisch. Warum ist dann der Saum des Kleides hier auf dem Tisch zu sehen? Oder kann ich auf einmal durch den Tisch hindurch sehen oder was? Irgendetwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Reicht das aus für einen eindeutigen, absichtlich gemachten Fake? Ich finde nicht, da hier durch das Zoomen und Hin- und Herschwenken des Handys, das den Monitor der Überwachungskamera abfilmt, so unscharf ist, dass keine eindeutige Aussage möglich ist. Meine persönliche Meinung: absoluter Fake. Aber diesmal nur meine Meinung, nicht eindeutig zu klären. So, Mythi, muss ich jetzt wieder in den Keller? Mythi? Mythi? Er ist nicht da. Ich hau schnell ab. Tschüss Leute, bleibt gesund, Daumen hoch, ich bin dann mal schnell weg.